Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jedes Mal dasselbe. Ich wollte heute jetzt gleich reiten gehen und Moritz wird Belly für mich fertig machen, also ihn holen. Er holt ihn schon mal, ihn satteln. Ich hole jetzt erstmal mein Auto und fahre nach Hause. Guck mal, das Auto braucht man gar nicht fertig machen, das kann einfach fahren und dann ist es weg. Also, er wird ihn halt alles, was man halt eben macht, holen jetzt von der Wiese. Wo ist der? Ach, den soll ich jetzt auch noch selber holen? Wir haben momentan Turnier hier am Stall und wäre heute zur Prüfung gelaufen, aber ist er jetzt doch nicht. Daher muss er heute auf jeden Fall noch geritten werden, ne? Und Moritz macht ihn jetzt wie gesagt fertig. Also dann putzt du ihn jetzt, dann putzt du ihn, dann sattelst du ihn und ich reiche ihn dann nachher. Ich scheitere schon daran, hier dieses Ding hier zu öffnen. Ja, das ist blöd. Das ist halt komplett einfach. Das ist doch nicht mal zu, du musst einfach nur so machen. Ach so, oh. Da ist Strom drauf, pass auf. Da ist doch kein Strom drauf. Au! Oder geh hier durch besser. Hä, einfach so durchgehen? Ha? Ich trau mich da nicht durch. Da kannst du durch. Wo ist der Ausgang? Jetzt komm. Wo ist der Ausgang? Komm jetzt. Nö, das trau ich nicht. Komm. Ja, komm. Oh, das lange müssen wir den überhaupt mal aufgreifen. Belly, komm her. Der guckt weg, als du ihn komm, gerufen komm, hast. Komm, komm, komm. Er kommt nicht. Komm. Gott. Stopp, stopp, stopp. So, und los geht's. Stopp, stopp, stopp. Warte, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Gut, gut. Ja, so ist es eigentlich so, nicht korrekt. Ja, du musst halt die Nase. So ist auch gut, so ist gut. Nein, so doch, so ist wirklich gut. Nein, nein, doch, nein. Doch, doch, so ist kein Belly. Guck mal, warte mal, ich kann doch beide gleichzeitig mitnehmen. Du machst nicht. Jetzt nimm den mit. Du hast es noch gar nicht zugemacht, das Halfter. Und das Ohr ist, glaube ich, drin. Ja, guck mal. Das Ohr ist da noch drin. Mach das Ohr frei. Komm. So, jetzt mach das Halfter zu. Was war das denn? So, okay. Komm, Belly, wir rennen hier weg. Wir rennen hier weg, wir verschwinden von hier. Geh einfach geradeaus auf die Straße. Gut, gut. Ciao, dein Pferd leer, wir gehen. Wir sind weg. Nicht wundern, Belly ist immer noch ein bisschen eingeflochten, weil der gestern noch eine Prüfung hatte. Aber das muss Moritz halt gleich rausmachen. Es läuft gut soweit, ne? Ich hab gehört, der muss ein bisschen was fressen hier, komm. Nein, Belly. Er muss gerade nichts fressen. Er darf jetzt ein bisschen Gras fressen. Ich entscheide das. Belly, komm, fress ein bisschen. Er will es nicht mal. Komm, hier, das ist doch frisches Gras. Guck mal, Belly, hier kannst du Gras fressen. Oh, lecker, lecker. Und fress ein bisschen. Fressen. Ich will das halt nicht mal haben. Nein. Ich hab doch gesagt, er will eine kleine Fresspause haben. Guck mal, nur wegen mir darfst du das. Bei Lea hättest du es nicht mehr. So, das reicht. Und jetzt weiter. Belly will deinen Freund besuchen. Moritz, was ist? Ja, wir sehen... Weiß genau, was er will. Wir sehen, ist hier gerade Turnier. Und dann sind hier so ein paar Leute noch. Und Moritz blamiert sich hier, glaube ich, gerade. Und macht sich gleich komplett zum Arsch. Belly und ich wollen den Misthaufen betrachten. Nein. Aber er möchte doch auch mal ein bisschen Spaß haben. Warum weißt du, was er möchte? Ich weiß das. Komm, geh weiter. Komm. Belly möchte kurz allen seinen Freunden Hallo sagen. Nein, das sind auch nicht seine Freunde. Doch, das sind seine Freunde. So, es tut mir leid, ich kann nur leider. Ja, ich weiß. Aber heute geht's leider nicht. So, ist das ein lieber Junge. So, nimm ihn mit. So ein lieber Bruno. Du gehst nach ganz hinten. So, hier, das sieht super aus. So, Achtung. So, hier, mach mal. Ich hab die neue Technik. So. Und dann, warte, nee, warte. So. Nein, so macht man eine es tatsächlich nicht. Moritz, lass es. Nee, ich hab alles gestroht für dich. Das ist heu. Hier. Es tut mir leid, dass du nicht zu deinen Freunden konntest. Belly, ich hasse dich. Er hat nicht mal einen einzigen Bissen davon genommen. Warum nicht? So, jetzt mach die Spinde auf. Komm, komm, dann putzen an. Moritz hat auch... Wie gehst du mit Freunden? Was ist das denn? Moritz, was? Hol jetzt da hier raus. Moritz, nein. So, setz dir einen Hut auf, sonst mach ich nicht mehr weiter. Jetzt machst du hier auf. Da. Schade! Jetzt. So, jetzt machst du den Schrank auf. Gott, das ist hier unordentlich. Du musst erstmal hier. Was ist das denn für ein Koffer? Cool, ne? Ein stylischer so, Koffer. So, und jetzt putze ihn mal, ne? Nimm dir so ein paar Sachen. Oder so, so, das hier sehe ich sofort. Das ist für ein, für einen Schweif ist das. Das sehe ich sofort hier. Oh nein. Ah nee, warte mal, das war fürs Unterfell, ne? Oder nicht? Ich habe immer für Fachbegriffe. Da hat gerade Sommerfell, du musst das nicht wegmachen. So, gut. Das sogenannte Spray. Das Spray. Ist halt alle. Die Luft, die ist da. Ja. Und zack, 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 zack. So, jetzt haben wir es nämlich auch die ganzen Mücken entfernt.
Das ist ganz wichtig. Zehennägel schneiden. Ganz wichtig, Zehennägel schneiden. Oh, klasse. Zehennägel müssen mit der Schere der Hand hier. Der schneidet ihm jetzt wirklich was ab. Als Andenken. Wo willst du das jetzt andenken. Hin tun? Das werde ich mir aufhängen in meiner Wohnung. Oh mein Gott, nein. So, wie geht's weiter? Ich bin aber jetzt nicht mehr Moritz, ich bin Morizin. Ne? Die andere Seite muss auch noch ein bisschen. Also eigentlich musst du alles noch, aber... Ich will nicht mehr. So. Okay, aber die andere Seite hast du halt immer noch nicht. Die andere Seite ist ja schon noch sauber. Das ist ja nur die eine Seite, die dreckig ist. Ja, ja, hier ist alles noch gut. Hier ist auch alles gut. Warte, du musst den sogenannten Klopftest machen. Siehst du? Total perfekt. Okay. So, jetzt musst du kann man vielleicht mit die Mail oder so. Komm. Ach so, ja. Oh nein, geh weg mit dem Hut. Ich will einmal den Hut aufsetzen. Guck. So, sieht super toll aus. Ja. So, jetzt können wir weitermachen. Das ist jetzt dann nimm die Mähnenbürste mal eben. Oh. Ach gut. Ach du blöd, er kackt. Oh, er kackt, nee. Ja. Komm. War's nicht weg. So. Meinst du jetzt, du bist fertig? Er ist fertig. Gut, dann musst du ja jetzt weiter, dann musst du ja jetzt auch weitermachen, ne? Was muss denn jetzt noch weiter passieren? Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir den Hut aufsetzen. Nein, nicht den Hut, lass Der Hut muss aufgesetzt werden, das ist für die Reitsicherheit, damit jeder ihn sieht. Für die Reitsicherheit. Gut, dann machst du den kleinen. So, was ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt weiß ich nicht. Satteln, Aufsatteln. Ja, Satteln. Gut. So, dann such dir mal eine Schaumkraft auf. Die gehört uns nicht. Achso, die habe ich dir sogar gekauft in dem Video mal. Musst du gucken, wie rum du die drauf. Ja, ruf ein bisschen mit nach vorne. So, fertig. So, willst du das gerne lassen? Jo. Gut, dann lassen wir es mal. Was so, ist das oder? Hier? Was machst du? Wo ist mein? Nicht den Hut. So. Wo ist mein? Nur so werde ich weitermachen. Dann hol jetzt als nächstes das Pad. Nimm nicht einen Sattel mit dem Pad. Ne, hol den. Oh. Geh weg, ich mach das. Hier ist das Pad. Das ist nicht das Pad. Das ist das Pad, ich weiß das es doch. Was ist? Hier ist das Bett. Ja. Ah ja, gut, okay. Ich möchte das einfach mal alles so lassen, du wolltest es ja heute machen. Doch. So, dann brauchst du jetzt noch ein Sattelgurt. Das ist kein Sattelgurt. Oh. So, willst du es vielleicht nochmal richten wieder? Wo saß du in dem Hut? Ich hab den Hut schon gesehen. So, okay, mach ja. Den Sattelgurt dran. Alles so schön. Gott, ist das schwer. Ich glaube nicht, dass du den gleich zukriegst auf der anderen Seite. Auch nur ein, okay. Ich glaube, erstmal haben wir den dicken Pockenbauch. Aber warte. Ich mach mal ein bisschen nach vorne. So, jetzt mach's nochmal. So, jetzt mach's zu. So kriegst du es vielleicht auch zu. So. Und geht's zu? Warte. Ja. Wir sind hier einwandfrei. Bist du jetzt fertig für dich? Bin fertig jetzt. Also willst du auch mit dem Halfter reiten? Nö, ja, ich bin jetzt so reif. So will ich reiten. Meinst du, es gibt keinen weiteren Schritt? Es gibt bestimmt noch einen weiteren Schritt, aber ich bin so cool, dass es mit meiner Coolness ausgeglichen wird. Aber wie willst du jetzt reiten? Also, du hast ja. Rechts, links, geradeaus. Weil du ja ein Profi bist, kannst du folgendermaßen reiten. Also am Halsring ist ja genau so ein Ding, nutzt halt so, Profi. Dann häng ich den mal um und dann rettest du halt mit dem Halsring. So, das ist also dein Aufsteller. Das ist mein Aufsteller, wie ein Pferd gemacht sein sollte. So muss das sein. Mit dem Halsring, mit dem Falschrumpett, ohne Gamasche, ohne Trense. Das Falschrum. Das Falschrum. Nein. Nur eine Strippe hier dran gemacht. Also nein, werde ich den nicht reiten. Nein, halb geputzt, gar nicht die geputzt. Die Profis eigentlich. Machen das mit einer Strippe, das weiß jeder im Pferdelehrbuch. Paragraph 4. Also, ich werde ihn so nicht reiten. Ich werde jetzt nochmal neu putzen, nochmal neu satteln, nochmal neu trensen und alles. Ja, hast dich gut geschlagen, sage ich jetzt einfach mal. So, obwohl ich sage, das war's in dem Video. Tschüss. Das war's. Tschüss.